Oh shit. Warnung. Untersuchungsraum beschädigt. Oh, oh, ich hab's kaputt gemacht. Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist Aldemar mit Prey. So, wir sind ja in der Psychotronik. Da haben wir ja letzte Folge aufgehört. Da bin ich in den Raum gegangen. Oh, jetzt nicht mit mir reden, Operator. Schnell weggehen. Oh, hier ist auch ziemlich laut. Wir gehen mal kurz hier hoch. Ich wollte sowieso hochgehen. Ins Lab. Boah. Ich habe mal den Sound ein bisschen leiser gemacht. Habe ihn aber jetzt wieder normal gestellt, wie er vorher war, weil ich mich ja über laute Geräusche geärgert habe. Und dann habe ich mal ein bisschen ins Forum geguckt, in Steam von Prey. Und ich bin nicht der Einzige. Das ist das Soundmixing vom Spiel. Ist abgefuckt und ich bin nicht der Einzige. Das macht mich glücklich, zu wissen, dass es nicht mein Problem ist, ja. Also, so, wir hatten einige Ziele vor uns. Und zwar, die Leichenhalle wollte ich nicht machen. Wir haben hier mehrere Ziele. Und jetzt habe ich auch mal geguckt, warum mich das immer durcheinander bringt. Wir müssen ja, ganz vergessen, durch das Guts durchkommen, ja, damit überhaupt man hier hinkommen kann. Deswegen gehen alle Ziele immer durchs Guts, ja, weil Aufzüge und so funktionieren nicht. Guck mal, das ist die Station, hier sieht man das mal. Die ist so hoch, ja, das sieht man im Hintergrund, guckt im Hintergrund von diesen Markern. Ich muss immer aufpassen, dass ich hier nicht diese ganzen Flächen treffe, weil sonst muss ich ganz viel pegeln, wegen den Feedbacks, die man auf einem Programm macht, wenn ich hier drauf drücke. So, gucken wir mal. Also ich muss hier durchgehen. Ich will noch zur Leichenhalle. Und zwar ist die, in Ebene 2 muss ich hier hin. Und dann zu Ebene 1 runter ist hier die Leichenhalle. Das ist ganz schön kompliziert, ne? Jetzt bin ich in Ebene 3. Aber ich will in Ebene 2. Materialgewinnung. Guck mal, da ist das, der Rundbogen. Da müssen wir hier nach links oder rechts abbiegen. Hier war der Typ in dem Knast. Das... Okay. Ja, da muss ich jetzt wieder runter, ne? Warum ist da unten eigentlich mehrere Ziele? Fehler. Anpassung benötigt. Hallo, Dr. Yu. Hallo, Dr. Yu. Rede nicht mit mir. Oh, der war aber jetzt nicht so laut. So. Wo kam der denn jetzt her? Ne, jetzt bin ich wieder durcheinander. Guck mal. Jetzt muss ich wieder hoch. Jesus Maria, Mutter Gottes. Oh, warte mal, das ist eine Leiche. Jesus Maria, Mutter Gottes. Wie komme ich denn jetzt hier hin? Von? Ach, guck mal, ich bin falsch. Ich gucke in die falsche Richtung. Stimmt ja. Durch diese Aufzüge dreht man sich um und rennt dann quasi nochmal durch die Ebene. Ach so. Okay, dann. Warte mal. Ich bin doch schon mal hier weitergegangen. Hier waren wir schon, ne? Hier war der Typ. Hier ist der Typ. Und das sind noch die Sachen, die wir nicht mitnehmen konnten. Die nehmen wir direkt wieder mit. Ach, jetzt weiß ich es wieder. Siehst du. Komm, den holen wir mal wieder raus. Man kann also so schön sein Numpad benutzen. Ich bin jetzt schon wieder voll. Das gibt's doch gar nicht. Habe ich hier irgendwo einen Recycler gehabt eigentlich? Scheiße, weiß ich gar nicht. Boah, nee, dann droppen wir das wieder. Wir kommen wieder. Keine Sorge. Mit Rechtsklick, ne, oder was? X. Entschuldigung. X. So, das müssen wir sortieren. Wenn ich sortieren drücke, sortiert er trotzdem nicht alles. Na gut, einiges. Wir kommen wieder. Wir werden euch auch sortieren. Früher oder später. Ich kann auch hier die Recycle-Granate einfach hinwerfen. Aber ich weiß nicht, ob der Recycler mehr daraus holt. Wisst ihr? Wegen meinem Bonus. Okay, hier wollen wir erstmal nicht weiter. Ist das richtig, Aldemar? Wir wollen erstmal in die Leichenhalle. Ja, wir gehen jetzt nochmal da lang. Obwohl, hier sind ein paar Räume, da war ich aber auch schon. Scanne, Ziel, kein Alien-Material. Genau, hier waren wir auch schon drin. War hier ein Recycler? Ach, ich will jetzt keinen Recycler reparieren. Ach ja, genau, hier waren die Knäste. Die Knästchen. So, dann gehen wir jetzt auf die andere Seite. Ich war hier so lange nicht mehr. 3 Folgen oder so. Okay. So, hier waren wir noch nicht. Los geht's. Boah, neues Gebiet, endlich mal.
Okay, gehen wir erstmal hier rein. Geht nicht. Verteilerkasten. Nicht, dass er gleich explodiert. Hier ist nämlich alles nass. Ne, das sieht nämlich so aus, diese kleinen Penner. Diese kleinen Penner. Nichts da. Nicht mit mir, Freundchen. Oh. So, wie, das geht kaputt. Okay, hier war ich noch nicht. Oh, das ist schon wieder so ein Experiment. Das habe ich befürchtet. Die Wissenschaftler arbeiteten gerade an etwas, als sie starben. Der Zugang zu den Guts ist gesperrt, wenn Experimente laufen. Sicherheitsprotokoll. Sie müssen beenden, was die begonnen haben. Bewege mich. In den 60ern und 70ern versuchten die ersten Forschungsteams mit den Typhon zu kommunizieren. Aber das war unmöglich. Ihre Zerebralstrukturen sind hochentwickelt und zweckhaft, aber irgendwie unzugänglich. Sie haben keine eigene Sprache. Sie scheinen uns nicht einmal zu sehen. Also nicht so, wie wir uns sehen. Ich sage zwar wir, aber natürlich bin ich keine Person. Nicht so wie Sie. Untersuchung im Gange. Lokale Verriegelung bis zum Ende der Prozedur aktiviert. Aha, Information, Information. Labor Phantom Genesis. Hallo, wer bist du denn? Untersuchung, Steuerung. Vor dem Durchführungsexperiment. Operator nähert sich. Ja. Wow! Oh, shit! Warnung! Untersuchungsraum beschädigt. Oh, oh! Ich hab's kaputt gemacht! Warnung! Untersuchungsraum beschädigt. Ups! Oh, shit! Warnung! Untersuchungsraum beschädigt. Warnung! Untersuchungsraum... Ha, 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 ha! Die Menschen neigen dazu, Dingen, die sie nicht verstehen, menschliche Eigenschaften zuzuschreiben. Die Typhon töten uns ohne zu zögern. Aber nicht, weil sie böse sind. Sie können nicht anders. Weißt du, was wir entdeckt haben? Sie besitzen keine Spiegelneuronen. Trotz ihrer wundervollen Fähigkeiten können wir etwas, was sie nicht können. Mitgefühl für ein leidendes Lebewesen empfinden. Okay, wir wollen jetzt da runter. Wir wollen zur Leichenhalle. Komm her, Junge. Oh, das ist ein Geschütz. Das können wir gut gebrauchen. So, wo bist du denn, du kleine Arsch? Oh, shit! Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Forschung abgeschlossen. Guck mal, wie die Arme vor mir hängen. Toll, jetzt habe ich aber gut Lebensenergie verbraten. Ach, ich wollte doch mal schnell Auswahlding mit. Ne, einfach nur öffnen und dann. Ne, warte mal, wie ging das nochmal? E. So schnell geht das, ja? Muss mich nur mal dran gewöhnen. Habe ich gesagt, wir benutzen es jetzt viel öfter und habe es jetzt wieder benutzt. Ist der Tumor einfach hier rumgeflogen? So, wir wollen nicht mal. Nicht hacken! Dann, okay, dann hacken wir dich halt. Ich weiß immer noch nicht, warum das geht. Kein Pfeifenmaterial. So, Antiradfabrikat, das haben wir aber schon. Diagnose,
Ausführlich. Ich Idiot. Ich bin... Nominal. Ah. Energielevel nominal. Aktoren nominal. Neigungswinkel Fehler. Mod-Fehlfunktion. Langweilig. Okay. So, Leichenhalle. Ja, das sind wir. Oh Gott, ist das die Leichenhalle? Ich meine... Hart, was brauchen wir denn hier bitte für eine Leichenhalle? Boah, da ist er wieder. Inspektion läuft. Ihr Anzug ist undicht. Ich bin gefasst. Reparatur abgeschlossen. Bei Betrachtung Psyche... Bla. Hier ist die... Ich komme. Oh, pervers! Oh mein Gott! Der ist, guck mal, ist jetzt nur noch ein Tumor. Jesus, Maria und Josef! Jesus, Maria und Josef! So. Kommst du mal mit, mein Freund? Da liegt Pistolenmunition. Du musst es. Wir müssen dich jetzt mal hier aufstellen. Da, wo du was bringst. Und zwar hier. Sehr gut. Bereit zum Scan. Bereit zum Scan. Quick Save. Achte mal, ich habe den noch nicht gelootet, ne? Die Munition nicht vergessen. Nur 8 Schuss, das ist echt lächerlich. Wie soll ich denn jetzt an den drankommen? Bewege mich. Was ist das für ein Büro? Morgue. Wir kommen da sonst aber nicht rein, ne? Alter. Das ist ein Knopf zum Entriegeln. Guck mal, die wurden alle leer gesaugt. Alter, wie viele Mimics wir dann da jetzt haben müssten. Guck mal, hier gibt es einen Verteiler. Was ist, wenn ich den außer Kraft setze? Öffnet sich dann die Tür? Das wäre lustig zu... Komm, ich speichere mal ab. Wir probieren das mal aus. Oh. Ja, also ich sollte auf Abstand gehen. Und zwar so. Nee, nee, das hilft nicht. Okay. Konnte ich das hacken eigentlich? Das habe ich nicht gesehen oder kontrolliert. Ah, nee, ist nur Schlüsselkarte. Was ist das jetzt für ein Geräusch? Soll ich das da mal zugun? So. Überhitze, was auch immer überhitzen will. Gucken wir mal nach Leichen. Vielleicht finden wir hier irgendwo eine Schlüsselkarte. Was steht denn hier eigentlich? Ah, der Roboter fliegt da rein. Der da. War der jetzt schon da drin? Nee, ne? Der fliegt hier nur eine Runde, glaube ich. Inspektion läuft. Ihr Anzug ist undicht. Ich fliege nach hinten. Fertig. Wir gucken uns jetzt noch mal ein bisschen um. Der kommt jetzt bestimmt... Der kommt jetzt bestimmt wieder. Wir gucken mal, was der macht. Das Tierbehälter oder was? Jede halbe Stunde ist schon echt viel. Wir haben ja nur diese eine Leiche. Und da ist keine Schlüsselkarte. Da
Das ist wieder so eine Kamera, der Arsch. Na, nee, hier ist nichts. Um jetzt auf den Roboter zu warten, dauert auch nochmal zu lange. Das wäre langweilig. Gehen wir nochmal hoch. Der braucht ja Jahrhunderte. Jetzt kommt er wieder. Oh, falsch. Wo fliegst du denn hinten? Hier, wir sind ja schon erleichtert. Ich glaube nicht, dass er jetzt nach da hinten geht. Vielleicht hat er eine Schlüsselkarte. Das kann ja auch sein. Nee, der fliegt nur hier rum. Nähert sich. Nee, nee. Der geht da nicht rein. Glaube ich nicht. Nun, was ist das denn jetzt hier noch? Komm mit. Gehst mit uns auf Reisen. Könnte ich gut gebrauchen. So, dann mal da durch. Oh, guck mal. Brüll. Kanister, können wir gut gebrauchen. Temposcan. Keine Ahnung, was das sein soll. Quick Save. Automatisches Auslöschergeschütz. Scheiße. 0.7.6 online. Ist er weg? Da waren zwei, oder? Ne, nur eins. Zwei. Doch, tatsächlich. Drei. Ach, die sind die alle gestorben, ne? Hier in dem Dingen. Ach, guck mal, hier ist noch ein Geschütz. Automatische Auslöschergeschütze. Transtars letzte Verteidigung gegen einen Ausbruch. Schwach, aber einfach herzustellen. Das Beste ist die eingebaute Psychoskop-Tech. Sie kann zwischen Aliens und Menschen unterscheiden. Sollte kein Problem für sie sein. Sie sind ja kein Alien. Was denn? Das sind aber nicht die Geschütze, die ich hier habe, oder? Oh, oh nein, da kann man da rein? Wir bauen die hier auf, würde ich sagen. Oder hier... So, eins ist verstärkt. Quick Save. Ich bin immer noch nicht hier fertig. Ich muss mal einen normalen Save erstellen. Das darf ich nicht vergessen. So. Geht das auf? Nee, Gott sei Dank nicht. Übel. Hier waren wir auch noch nicht. Also, wir waren da... Warum leuchtet das? Ein Erdungswiderstand. Ach, ich bin voll wahrscheinlich, ne? Guck mal hier. Nö, keine Ahnung. Vielleicht brauchen wir das noch. Erdungswiderstand, ist das irgendwie... Hier ist ein Verteiler irgendwo? Ja, genau. Zack. Genau. Oh, den nehmen wir auch mit. Dann haben wir drei kleine Walters im Petto. Können die Tür ganz gemach öffnen. Die drei könnte ich gut benutzen, wenn ich die Tür da öffnen muss, ey. Ratatatatatatata. Ende Gelände. Und der kommt hier hin. Okay, speichern. Ach nee, guck mal, da geht's zum nächsten Raum. Entschuldigung. Können wir auch... Ach nee, das ist ja dann doof. Dann stellt euch andersrum. Scanne Ziel, kein Alien-Material entdeckt. Automatisches Auslöschergeschütz 0.4.6. Ich komme ja wieder, um dann dieses Ding da zu zerstören. Wahrscheinlich irgendwann. Einsatzbereit. Okay, dann los. Leute, wir speichern hier ab. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Da leicht noch eine konnte ich nicht machen. Im Guts. Da geht's ja zum Guts. Ich dachte, ich wäre schon drin. Ach nee. Ist ja Psychotronik. Und bis dahin. Haut rein, Leute.